Der Wind weht immer schärfer in Russland. Nicht immer muss es unangenehm sein, wenn ein scharfer Wind weht. Der Vorteil besteht darin, dass viel Schmutz von den Straßen geweht wird. Stadt und Staat werden sauberer. Schlag auf Schlag verabschiedet die russische Staatsduma Gesetze, die darauf ausgerichtet sind, die verfassungsmäßige Ordnung im Lande zu garantieren. Die Zeiten, wo sich Russland genierte, seine eigenen Interessen im Lande durchzusetzen, immer in Sorge, was wohl die westlichen Partner sagen werden, sind vorbei. Russlands Selbstbewusstsein wächst. Man kann es jeden Tag beobachten. Seit 2015 klassifiziert Russland unerwünschte Organisationen neben dem Status ausländischer Agent. Der Beschluss, eine ausländische Organisation zur unerwünschten Organisation zu erklären, erfolgt durch die russische Generalstaatsanwaltschaft. Die betroffenen Organisationen haben in vorgeschriebener Frist ihre Tätigkeit einzustellen, die Organisation mit allen Tochterfilialen aufzulösen und das Land zu verlassen. Damit scheint eigentlich das Problem, dass sich diese Organisationen in die inneren Angelegenheiten Russlands einmischen können, für Russland gelöst zu sein. Die Praxis zeigt aber, dass dem nicht so ist, denn diese Organisationen existieren weiter im Ausland und versuchen von dort aus ihre nicht erwünschte Tätigkeit gegen Russland fortzusetzen. Um weiterhin effektiv gegen Russland und seine verfassungsmäßige Ordnung arbeiten zu können, benötigt man Spezialisten. Man braucht Helfer vor Ort, die, auch ohne offiziellen Arbeitsvertrag, die Interessen dieser unerwünschten Organisationen wahrnehmen. Als Beispiel sei genannt, dass diese Personen ihr Bankkonto zur Verfügung stellen, um Geldtransfers zu organisieren. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass russische Staatsbürger, staatenlose Bürger oder aber auch russische juristische Personen den unerwünschten Organisationen bei dem Erwerb von Immobilien oder anderen Aktiva behilflich sind und sich als sogenannte Strohfigur zur Verfügung stellen. Dem schiebt Russland nun einen Riegel vor. Die Staatsduma hat in dritter und somit letzter Lesung ein Gesetz verabschiedet, welches es russischen Staatsbürgern, staatenlosen Bürgern und russischen juristischen Personen, die sich auf dem russischen Staatsgebiet befinden, verbietet, in derartigen Organisationen zu arbeiten. Bisher gibt es nur wenige unerwünschte Organisationen in Russland, aber die Zahl wird wachsen, da gibt es keine Zweifel. Besonders konzentriert sind unerwünschte Organisationen gegenwärtig in Georgien, Litauen, Polen, der Ukraine, Tschechien und Estland. Den russischen Medien war nicht zu entnehmen, ob sich die Strafbarkeit zur Mitarbeit in unerwünschten Organisationen auch auf russische Staatsbürger erstreckt, die sich im Ausland aufhalten und in den dortigen Filialen zur Mitarbeit angeworben worden sind.